Keine Maus hätte mehr reingepasst auf dem Tivoli gestern, restlos ausverkauft. Alle wollten sie Tschüss sagen, ihrem guten alten Tivoli. Hier haben Fans und Spieler Triumphe gefeiert und Tragödien erlebt, 100 Jahre lang. Jetzt ist Schluss, gestern war das letzte Ligaspiel, 4:0 gegen Augsburg. Der Abschied hätte nicht besser laufen können. Und da war es dann auch wieder, das einmalige Tivoli-Gefühl. Ich habe gerade die ganze Woche geheult, ich könnte nicht wieder heulen. Da steckt schon eine Menge Gefühl mit drin. In so einem. Ist zwar nur ein einfacher Betonkasten, aber trotzdem. Hier ist 28 Jahre Heimat, Fußballheimat, und die ist jetzt weg. Es war ein ganz langer Abschied an diesem Sonntag, den 24. Mai. Zehntausende feierten und trösteten sich gegenseitig mit den Erinnerungen an ihren Tivoli. Bis in den frühen Abend und schon seit dem Mittag. Nicht weniger als Schicksal war der Tivoli für Peter Schöngen. Wir kaufen alle Spieler bei Malhöls, heißt es leicht spöttisch im Vereinslied. Bei ihm war das wirklich so. 1966 kam er zur Alemannia, wurde hier deutscher Vizemeister. Dann durch ein Foul von Jupp Heynckes Sportinvalide, lernte eine Aachenerin kennen und blieb aus Liebe. 4 Jahrzehnte ist die aktive Zeit her und doch unvergessen. Wenn Sie hier durch den Tunnel gekommen sind, hier in dem alten Stadion, und dann auf einmal haben Sie die Meute, diese Masse an Fans gesehen, das war etwas, da gehen Ihnen die Haare hinten hoch. Ne? Da konnten Sie gar nicht verlieren. Also wenn ausländische oder auswärtige Mannschaften hier kamen, die hatten richtig Bammel vor dem Tivoli. Die zum Abschied auf den Rasen kamen, brauchten keine Angst zu haben. Die Helden wurden 26 Tivoli-Legenden gefeiert. Vom 97-jährigen Torwart-Idol Fritz Neusel über Stefan Lemmermann bis hin zu Erik Meyer. Die überdachte Stehtribüne verschwand komplett hinter Transparenten, selbstgemacht von den Fans. Noch mehr unvergessliche Momente für den alten Tivoli. 6:0 war das erste Spiel hier 1901 gewonnen worden gegen Rhenania Köln. 4:0 lautete der letzte Sieg gegen den FC Augsburg. Den letzten Treffer erzielte Benjamin Auer und wurde damit der erste Zweitligatorschützenkönig der Tivoli-Geschichte. Und dann folgte Ehrenrunde auf Ehrenrunde. Abschiedslied auf Abschiedslied. Und ein wenig mischte sich in all die Wehmut auch Freude. Jedenfalls bei Peter Schöngen. Schließlich wird der alte Tivoli einen Nachfolger haben. Und man sagt sich dann, okay, abhaken, Blick nach vorne, das neue Stadion wird es richten. Und die Hoffnung ist es halt eben, dass man sagt, tatsächlich, das ist es und das war es auch. Erst wenn die letzte Schlacht vergeht, hat unsere Heimat ausgelebt, haben die Fans zum Abschied über 70 Meter Tribünenlänge geschrieben. So gesehen hat der alte Tivoli noch nicht ganz ausgelebt. Der Liga-Alltag ist vorüber, aber den Alemannia-Amateuren wird er noch ein Jahr lang Heimat sein. Und auf einen allerletzten ganz großen Auftritt muss er gar nicht so lange warten. Auf das Freundschaftsspiel zum Saisonauftakt Ende Juli gegen Werder Bremen. Ein bisschen dauert's also noch, bis wirklich Gras gewachsen ist über den alten Aachener Tivoli. Das war doch ein würdiger Abschied, oder?